Hallo! Willkommen im Versuchslabor. Ja, das ist eigentlich der Retro-Rempel-Reste-Verwahre-Keller mit sonstigen Sachen und Klavier, das ihr nicht seht, wo auch normalerweise die Unboxings passieren, zumindest bei der Fanpost. Das ist korrekt. Heute ist es aber das Versuchslabor. Deswegen gibt es hier auch so eine ganz tolle Tischdecke. Ich habe mal gedacht, ich mache mal wieder ein extrem cooles Video oder zumindest ein extremes Video oder überhaupt ein Video, wo ich mal einfach, irgendwo hatte ich mal eine Idee. Ich habe gedacht, die probieren wir jetzt einfach aus. Nämlich, ich trinke ja doch auch am Tag was, wie die meisten anderen Menschen das wohl auch tun. Und das sind normalerweise meine am meisten konsumierten Getränke sind, nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber sie sind Wasser. Doch, habe ich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr mir vorgenommen, auch bisher umgesetzt. Das ist ein stilles Wasser. Kohlensäure ist Pfui in Wasser. Und in dem Fall musste ich umsteigen, weil Volvic oder Wittl oder wer war es, gibt es nicht mehr. Habe ich dann ein bisschen ausprobiert und bin beim stillen Wasser vom Aldi gelandet. Das mit immerhin doch 25 Cent pro 1,5 Liter auch fast schon billig ist. Und ein Ticken besser schmeckt als das vom Lidl. Und das vom Rewe weiß ich gar nicht. Also das hier jedenfalls. Das ist eins davon. Dann natürlich, man kann sich's fast denken, Schwibschwab. Und zwar Zero, also ohne Zucker. Das ist natürlich wichtig. Und wer meine ganzen faszinierenden Eating-Video kennt, vor allem die Warmmahlzeit, der weiß natürlich Milch. In dem Fall verschiedene mit Kaba-Pulver drin. Nicht Schokoladenpulver, mag ich nicht so sehr. Ist gerne Frucht, aber in dem Fall ist es, weil es gerade aktuell angesagt war, Vanille. Das ist also das, was ich oft und gerne und viel trinke. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, wie wäre es? Coole Optik produzieren, ne, klappt nicht so ganz. Wie wäre es, wenn man einfach mal das kombiniert? Weil das schmeckt gut, schmeckt sehr gut. Und also alle schmecken mindestens gut bis nicht störend. Was ist, wenn man es ja einfach mal kombiniert? Mal schauen, müsste ja theoretisch richtig gut schmecken. Bonus ist auch noch Vanille, es gibt ja Vanille-Cola auch, das schmeckt ja nicht schlecht. Also, schauen wir mal. Ich habe hier also noch ein leeres Glas und werde jetzt mischen und dann mal probieren. Und hoffentlich wird es faszinierend. Deswegen Experimentallabor. Ich weiß noch nicht, was für einen tollen Videotitel ich genommen haben werde. Also fällt mir gerade auf, dass das Video viel kürzer wird, als ich gedacht habe. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, ich versuche das jetzt anteilig zu mischen, was nicht so ganz einfach ist. Ich hätte einen größeren Behältnis gebraucht, aber habe ich nicht. Also, fangen wir mal an. Fangen wir an mit der Basis, wo nicht viel schief gehen kann, mit Wasser. Gut, da kann schon viel schief gehen, weil man zu blöd ist, das richtig auszukippen. Also, wichtig, mit Schwung, sonst läuft hier alles auf die Tischplatte, was es jetzt eh schon tut, scheiße. Ja, gut, ist so. Also, Schwibschwab. So, das würde jetzt so... Wird schon gehen. Und jetzt wird spannend, natürlich, ganz wichtig, zur Krönung, die Milch. Milch. Mui. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ein Löffel. Verdammt. So schütteln geht es schlecht. Naja. Rühren halt ganz billig um mit. So. Okay. Wir haben jetzt also, wie man sieht, ein Mischgetränk. Es sieht eigentlich der Milch noch erstaunlich ähnlich. Vielleicht noch eine Prise Schwibschwab drauf, es war vielleicht ein bisschen wenig. Ich meine, das Wasser ist ja bloß ein Verdünner, sind wir mal ehrlich. So, dann schauen wir halt mal. So. Ja, viel hat es nicht gemacht. Nochmal ein bisschen umrühren. Bin ich blöd, vergesse ich den Löffel. Naja, egal. Oder ein Mixstab. Obwohl, ich könnte hier irgendwo, hier sind noch viele Reliquien aus diversen Fanpost-Paketen, die noch nicht anderweitig zerstört, verbraucht, sonst was habe. Vielleicht wäre da eins dabei gewesen, aber ist jetzt egal. So, obwohl, ich schaue mal kurz. Da fällt mir auf, da sind ganz schön viele nicht mehr da, wo sie waren. Muss mal jemand aufgeräumt haben. Ich muss mal wieder schauen. Ich erinnere mich an die Glasstrohhalme zum Beispiel, die mir der Dominik gleich mal geschickt hat, aber ich finde es jetzt nicht mehr. Okay, also, die müssen woanders sein, auf gut Deutsch.
So, dann haben wir alles jetzt bereit für das Experiment. Schauen wir mal. Also es wird hoffentlich schmecken, weil die einzelnen Komponenten sind ja auch gut. Es riecht auf jeden Fall interessant. Da lief gerade eine Katze vorbei. Komisch. Es ist nicht furchtbar. Es ist trinkbar, wie man sieht. Ich bin noch nicht mit Krämpfen am Boden gelandet, also zumindest jetzt noch nicht. Und also das Wasser kann man sich, glaube ich, sparen. Das macht nicht viel völlig überraschend, weil es ist Wasser, ich meine. War klar. Aber die Milch und das Schwipschwapp. So. Jetzt haben wir gleich ein bisschen mehr Schwipschwapp hier. Ja, ist echtes Schwipschwapp. Das funktioniert erstaunlich gut. Oh, lustig, wenn man jetzt so drauf schaut, die Kohlensäure vom Schwipschwapp hat das jetzt hier irgendwie oberflächlich ein bisschen schäumen lassen. Lustig. Fast wie so creamy irgendwas, weil es fühlt sich ein bisschen cremig an und nicht ganz so dick wie eine normale Milch, aber schon noch ein bisschen so. Probieren wir mal, was passiert, wenn man stärkeren Milchanteil hat. Ich habe mir die Finger vorher gewaschen übrigens. Und spätestens jetzt werden sie natürlich sauber, weil sie waren ja in Flüssigkeit. Haha. Gut. Also, ich würde sagen, man müsste hier noch experimentieren, die genaue Abstimmung, weil man merkt schon, das jeweilig drin seiende mehrheitliche, das dominiert ein bisschen mehr. Das schmeckt jetzt deutlich mehr nach Milch. Der Schwipschwapp kommt gar nicht mal so dominant durch. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das nennen sollte. Schwipp-Vanille-Wasser-Milch-Schwapp. Also wie auch immer, ein Getränk, eine Mischform, besteht aus drei. Hier ist noch ein bisschen das Wasser. Das ist jetzt mir zu langweilig, aber wäre ich ganz gut gewesen, zum zwischendurch ein bisschen neutralisieren. Aber egal. Natürlich wäre es noch interessant zu wissen. Ich habe das Gefühl, fast die Vanille wird ein bisschen verstärkt, aber nicht so ganz. Ich habe ja auch gerne Bananenmilch. Wäre auch noch interessant gewesen. Ich habe auch noch kurz überlegt, ich trinke auch ab und zu Tee. Aber ich habe jetzt gerade keinen Tee da. Und wäre kompliziert gewesen. So viel Aufwand brauchen wir jetzt auch nicht. Habe mich dann auf Kaltgetränke beschränkt, wie man sieht. Und kann sagen, ich hoffe, dass mir das morgen jetzt nicht irgendwie hinten wieder rauskommt in Flüssigkeit. Hat funktioniert. Schmeckt gar nicht mal so schlecht. Kann man machen. Also Schwipschwapp und Milch verträgt sich. Und Wasser ist dann eh schon egal. Was soll ich sagen? Don't try this at home. I am a professional. Das ist gelogen. Aber sicher ist sicher. Also man vergiftet sich, glaube ich, nicht. Aber macht es vielleicht trotzdem nicht unbedingt nach. Man weiß ja nie. Ich habe es jetzt gemacht für euch, damit ihr seht, es geht irgendwie. Und haben wir wieder ein extrem cooles Video erlebt. Oder ein blöd. Okay, vielleicht sollte ich jetzt aufhören damit. Jedenfalls ein Video, das ihr gesehen habt. Vielleicht bis hierhin. Ich habe es gemacht. Das nächste Mal, wo ich in diesem schönen Keller wieder verweilen werde, schauen wir, was dann passiert. Davor gibt es und danach gibt es sich auch wieder
Davor gab es sicher Videos, logisch. Danach wird es auch wieder welche geben. Egal. Ich rede wirklich, ich bin nicht besoffen. Nein, Alkohol war hier nicht drin, aber es reicht, glaube ich, jetzt trotzdem. Und damit bis zum nächsten faszinierenden Video. Tschüss.